darauf sagen, das heißt einfach Tellerrand. Wenn wir jetzt also die ganze Redewendung wörtlich ins Arabische übersetzen, also wollen, dann ينبغي على المرء أن يرى أبعد من طرف الصحن. Über den Tellerrand also blicken im Arabisch hat ja keine Bedeutung, hat keinen Sinn. Eine Entsprechung im Arabischen von der Metapher über den Tellerrand blicken gibt es nicht. Aber es gibt andere Redewendungen, die die gleiche Bedeutung haben. إني رأيت وقوف الماء يفسده إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. Man benutzt manchmal das in Verkürzter und sagt وقوف الماء يفسده إن ساح طاب. Und das bedeutet, dass wenn das Wasser nicht läuft, dann wird das Wasser schlecht und wenn es läuft, dann schmeckt das. Sich also öffnen auf den anderen, auf andere Meinung auch, sei es auch in der gleichen Kultur. Ich meine, die Kultur ist ja nicht homogen. Ich meine, auch die Mitglieder einer bestimmten Kultur haben verschiedene Gesichtspunkte und sie sehen auch ein bisschen die Welt anders. Sie haben nicht die gleiche Weltanschauung, je nach der Bildungs, vielleicht Hintergrund, auch da Erziehung spielt eine Rolle, die Familie, die Region, manchmal auch also die Sprache, der Dialekt selbst übt einen Einfluss auf die Person also aus. Wir wissen nicht, woher wir kommen, wir wissen nicht, wohin wir gehen. Und dieses Geworfensein in die individuelle Existenz ist eigentlich nur zu ertragen, wenn wir eine Geschichte haben, in die das Ganze eingebettet werden kann. Wenn man zum Beispiel jemand Engsternigkeit vorwirft, dann sagt man, dass diese Person, die sieht nicht weiter als seine Nasenspitze. Das heißt, Leierer, هذا الشخص لا يرى أبعد من أنفه. Hast du es auch im Arabischen geschrieben? لا يرى. لا يرى هذا الشخص. لا يرى هذا الشخص. أبعد. أبعد من أنفه. Ich denke gerade darüber nach, ist die doppelte Verneinung nicht eine Möglichkeit, so einen Vorwurf höflich zu formulieren? Weil ich die Person mit der doppelten Verneinung ja nicht direkt angreife. Ich sage zur Person nicht, blicke über die eigene Nasenspitze hinaus, sondern ich moderiere sie eigentlich über die doppelte Verneinung. Ich rege vielleicht implizit mehr zum Nachdenken an. Das ist eine Frage. Das ist eine Frage, dass es deshalb so formuliert ist. Ja, sonst also würde man einfach also keine Metapher also benutzen. Ja. Es gibt andere also sprachliche Möglichkeiten, den gleichen Sinn auszudrücken. Okay. Ja, mit Horizont, ja, man sollte einfach also seinen eigenen Horizont zum Beispiel erweitern. Ja, stimmt. Oder? Bevor man den Löffel abnimmt. Womit wir wieder beim Teller und beim Essen wären. Thank you.
einen Zusammenhang stellen. Und dadurch ergeben sich Bedeutungsverschiebungen und das eröffnet einen ganz anderen Reichtum. Also in der Ilias des Homer gibt es den Helden Achilles. Und Homer verwendet manchmal die Formulierung, er sprang wie ein Löwe, dann ist das ein Vergleich. Und manchmal steht aber, der Löwe sprang, dann ist es eine Metapher. Das Löwe-Sein wird mit dem Achillessein eins. Die verschmelzen miteinander. Und das ist das, was die Metapher macht. Der Vergleich lässt immer noch stehen. Man kann sagen, naja, der ist jetzt aber nicht wie ein Löwe gesprungen, der ist eher gesprungen wie ein Känguru. Ja, das geht im Vergleich. Sag ich, passt oder passt nicht. Aber wenn der Löwe springt, dann springt der Löwe. Und da gibt es kein Känguru. Bei Aristoteles in der Rhetorik ist ja die Metapher dann dasjenige, was den Gedankensprung dann ausmacht, was den Erkenntnisgewinn verursacht, ohne dass es direkt angesprochen wird. Das heißt, es ist ganz wesentlich, dass der Zuhörer für sich selbst diese Kombination nachvollzieht, damit sie in ihm etwas bewirken kann. Die Metapher ist das magische Licht der Sprache. Als die Spanier im 15. Jahrhundert ihre Finger nach den Kanarischen Inseln ausgestreckt haben, das war ja nicht, weil sie das Fremde so schätzten, sondern da ging es um ökonomischen Zugewinn, um machtpolitischen Einfluss. Da ging es nicht darum, ob die Guanchen als Menschen gesehen werden oder ob sie eine Kultur haben, die man bewahren sollte, sondern da ging es rein darum, ökonomische und Machtinteressen umzusetzen. Also wie Alonso de Lugo gekommen ist, hat er natürlich ihnen die Freundschaft angeboten und gesagt, dass die Christen sind. Und der König von Tauro hat dann zur Antwort gegeben, dass er natürlich sowohl Frieden als auch Freundschaft gerne annehmen würde und das auch erwidern würde, aber dass er will, dass sie sein Reich verlassen und dass er ihnen auch alles dazu Nötige geben würde. Aber auch, dass er nicht weiß, was eigentlich Christen sind. Aber das ist jetzt nicht nur in Bezug auf einzelne Kolonialmächte wie Spanien, Großbritannien, Frankreich und andere so zu sehen, sondern das ist allgemein das Phänomen schlechthin, das Kolonialismus ausmacht. Da geht es nicht um die Hochachtung von Kulturen, sondern darum, das Unbekannte zu erobern, um es dann auch auszubeuten. Und da wird ganz stark darauf geachtet, wer bin ich und wer sind die anderen? Wer bin ich und was ist das Fremde? Und da ist das Fremde die Grenze, die mich bedingt und ohne die ich gar nicht weiß, wer oder was ich eigentlich bin. Die Frage ist jetzt, wie gehe ich mit diesem Fremden um?
Und das Fremde jetzt egal, ob es in literarischen Texten vorkommt oder in philosophischen Werken oder auch in der Wissenschaft. Ich glaube, das Fremde ist auch immer eine Metapher für das, was uns eben unbekannt und unvertraut ist. Das, was wir eben nicht kennen, was uns ausmacht, aber nur im negativen Sinne. Und ich glaube, dass ein Verständnis hilfreich ist, das besagt, dass wo das Fremde beginnt, ich nicht aufhöre, sondern dass ich da, wo das Fremde beginnt, erst auch beginne, mich zu erkennen. Dann sind wir in einer Gegend, man hat uns entführt. Und hat man, wir waren circa 10 Tage in einem Raum. Man hat mich brutal geschlagen. Meine Augen waren zu, mich auch ganz damals auch während meinem Studium habe ich alles haben die weggenommen. Wir wollten mal Lamm kaufen, Lamm gesucht in Niederösterreich. In Tunis hat sie schon alles gekommen, die deutsche Botschaft. 79 oder 78. Und da habe ich erfahren, dort in der Nähe, in Wolkersdorf. Es in Wolkersdorf gab einen Schafhirte, der blind ist. Der kann nicht sehen. Und da habe ich ihn kennengelernt und der Mann war so toll. Hat Schafe und Gänse und der will selbstständig leben und der will zum Beispiel tanzen gehen mit einer Freundin und der will auch Skifahren, will normal leben. Aber wir haben eine Perspektive oder wir betrachten den Mensch. Wenn er blind ist, der muss seine Zeichnung tragen und langsam gehen. Da braucht es immer angewiesen auf unsere Hilfe. Und dann habe ich von ihm, ich bin sehr froh, dass ich gemacht habe. Hat mir auch viel geholfen. Rudi heißt der und ich habe über ihn einen Film gedreht. لكن بالدين دين وحده كيف يعني الفرق سني وصوفي واتحاد شنو هذا اليوم في مصر سمعت في الاخبار دمروا جميع الحاجات الاثريه ما فيها القبب الجميله والصوفي الحاجات الصوفيه حاجات اثريه يعني معالم من تاريخ الحضارة الإسلامية دمروها اليوم. Wir reden über was die Islamisten was die Islamisten gestürzt haben in Mali, in Tombuktu und in Mosul. Wir haben Nachrichten erfahren, dass die Islamisten haben in Irak sehr viel islamische Gebäude, die 1000 Jahre alt oder sowas, zerstört. Und ich habe mit ihm dann gesprochen, auch über Tombuktu. Es war mein Wunsch, immer nach Tombuktu zu fahren, um diese alte islamische Bibliothek zu sehen und diese alte Moscheen zu besuchen. Leider ist es zum Teil total zerstört von dieser extremen Islamisten.